Servus, der Johannes Höfler hier vom Gemüseerzeugerverband Knoblauchsland. Wir sind heute bei mir im Tomatengewächshaus. Wir stehen gerade in der Tomatenkultur und heute will ich euch was zur aktuellen Hitzewelle erzählen. So, wie viele von euch wissen, ist es hier im Gewächshaus durch die Sonneneinstrahlung immer viel wärmer, durch den Gewächshauseffekt. Das heißt, die Sonnenstrahlen treffen aufs Glas und das Glashaus heizt sich auf. Jetzt stehen wir hier im Betonweg. Hier ist es total warm, hier hat es 40 Grad. Das liegt aber auch daran, dass die Sonne auf den Beton scheint und der sich aufheizt und den ganzen Tag dann abstrahlt. Wenn wir jetzt aber hier in die Kultur reingehen, dann ist es so, die Pflanzen nehmen den ganzen Tag Wasser auf und verdunsten. Und durch die Verdunstungskälte kühlen die Tomaten das Gewächshaus runter. Das bedeutet, während wir jetzt seit außen etwa 32 Grad haben, haben wir im Gewächshaus hier innen in der Kultur, wo der Schatten ist, etwa 28 Grad. So, jetzt sind wir noch unterm Dach. Da ist gleich noch ein bisschen wärmer natürlich. Aber wie ihr jetzt hier oben sehen könnt, die Lüftungsklappen sind auf und wir schattieren die Tomaten noch. Das heißt, wir machen unsere Energieschirme ein bisschen zu, dass die Sonneneinstrahlung auf die Köpfe nicht so arg ist. Weil Temperaturen von 33 Grad sind natürlich auch der Tomate zu warm. Was natürlich optimal wäre, Durchschnittstemperaturen von 20 Grad und wenn es nachmittags auch nicht wärmer als 26 oder 28 Grad werden würde. So, servus, ich nochmal. Jetzt stehen wir hier bei mir vorm Gewächshaus. Das ist das Salatfeld von meinem Kollegen, dem Stefan Link. Und da ist die Besonderheit natürlich die, dass man bei 30 Grad einfach auch den Salat nicht ernten kann, sondern da müssen wir am besten schon in der Früh um 4 Uhr raus, sodass der Salat frisch geerntet werden kann und dann in die Kühlung kommt, damit er auch eine gute Qualität dann beim Endverbraucher hat. Und man sieht jetzt auch, nachmittags hier läuft momentan keine Beregnung, weil es eigentlich am sinnvollsten ist, das Gemüse morgens oder in den Abendstunden zu bewässern bei diesen heißen Temperaturen.